quit staring at me like that. Wir haben nur eine Frage, mein Freund, was mich sehr bedrückt. Ich würde ihm glauben, ja? Ich würde ihm wirklich glauben. Ich, ja, wirklich. Ich würde ihm glauben, dass sie es nicht waren. How do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Dein Ernst? Also wir müssen noch irgendwas untersuchen. Wir gucken nochmal an. Oh! Ups, das klingt, als wäre der Tank kaputt und da würde jetzt Benzin rauslaufen. Alles schon okay. Ist ja gleich hier. So! Achtung! Ja, 54, 5, 4, 5, 6, 9. Kollege? Ah, Sie habe ich gerade gerufen. Hallo? Laufen, läuft der wieder Frauen hinterher. Unfassbar. Ja, Code 1, wir sind gerade wieder an der Bar. Yes, man. Oh. Ich würde gerne raus. So, sollen wir hier hinten vielleicht auch noch was untersuchen? Guck mal an. Ach, wer ist denn hier? Ach, guck mal an. Na, guck mal einer an. Hier sind die Kisten, die er bei sich hatte. Der Mann. What? Was passiert? Können wir mit ihm reden? Ach, Sir. Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just pick fruit market across the street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. Don't tell them where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Fine, thanks. Mhm. Okay. Wo ist der Kollege hin jetzt? Ach, jetzt geht er nach vorn. Senorita! Senor. Die ist immer noch geschockt von vorhin. Tut mir leid, ich wollte ja nicht so böse zu ihm sein. Dann suchen sie sich halt jetzt langsam wieder eine Musikwahl aus. Okay, dann haben wir jetzt aber. Ach, das ist ja wieder brav. Tja, Kollege, da haben wir schon wieder was. Was? Alles klar, ja? Car 11 King responding. Go ahead, KGPL. 11K, Captain Donnelly and Detective Sergeant Finnis Brown urgently request your presence at Central. A new letter has been found. Uh-huh. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters? Brown and Hanson believe they are genuine. From him. And now we sent another. You know, I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking case just gnaws away at your guts. Hollywood. Every prom queen from every fucking hick town in America turns up here. Where do they end up? Gutted on the fucking sidewalk. Ja, Mann. Da hast du recht. Gut. Alles klar, wir haben einen neuen Brief. Wer ruft denn hier? Obstmarkt. Wir können natürlich gucken. Yo, 2144467899999991. Wir kontrollieren erstmal den Obstmarkt.
Und dann kommen wir zur Zentrale zurück. Check. Ah, man darf nicht so doll drehen wie ich immer, man muss ganz leicht den Schlüssel drehen. Achtung, hier komme ich. Ach, schön sauber. So, wir gucken erstmal hier vorbei, ob hier irgendwas ist. Immer noch zu. Immer noch zu. Warte mal, Kollege. Ich will mal kurz gucken, das Auto anschauen. Ja. Oh, da bist du ja. Okay. Das ist doch hier irgendwie mal. Ja, zu. Können wir eigentlich auch Beifahrer sein? Ist es möglich, dass er fährt? Nee, wir können nur untersuchen. Ah, nee, okay. Hätte ja witzig werden können. So, alles klar. Siehst du, wir müssen nur leicht. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Okay, weil ich bin der Meinung, Tatort haben wir schon. Alles durchsucht. Ah. Number 1133345. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Zentrale zurück. Alles klar, auf dem Weg zurück zur Zentrale. Wir sind gleich da. Aus dem Weg? Polizeieinsatz? Ja, sie wollen ihre Tasche jetzt auch nicht gleich fallen lassen. Alle Dude. So, Vollgas. Achtung, Polizei. Ist grün, oder? Ja, das war grün. So. Ja, ist es ein Cop? Ist da gerade ein Kollege im Taxi? Warte mal. Ist es doch ein Polizist? Was zum Teufel? Ist grün oder? Nee. Was? Jetzt ist auf Stopp. Ist doch. Ich schwöre. Ja, komm, egal. Ich schwöre, das ist ein Cop. So, grün. Alles klar. Ja, fahr. So, Mann. Och, Mann. Muss er jetzt hier nicht wegen jedem Kack hier anhalten, ne? So. Ah. Ey, oh! Was machen Sie denn? Quer hinstellen auf der Straße. So weit kommt's noch. Mann, ich sehe immer das Licht zu spät. Oh, jetzt ist grün. Obwohl, ist ja ein Brief. Das hat schon Priorität. Von dem Mörder. Wahrscheinlich. Wir müssen dahin. Ja, so muss man fahren. Nein, Kollege, ich bin nicht verrückt. Aha. Sind wir mal gespannt. Boys, come on in. Phelps, have you met Finnis Brown? Pleased to meet you, sir. His information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all his fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and type from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Benzin gereinigt.
Alles klar. Habe es mir anders überlegt, wäre kein guter Deal. That's the message from the Celine Henry case. Fuck you. Habe meine Meinung geändert. Was für ein Deal. Kraft dieses Fluchs, häuf übel Taten auf. Und Gutes sei zu schauen, verdammt, zumal. Da beides ewig, wie der Weltenlauf, wie du und deine Einsamkeit voll Qual. Und scheinst du auch das Bild der reinen, erhaben, ruhigen Macht zur Frist. Die Stunde kommt, da du musst scheinen. Was innerlich von je du bist. Ah ja. Verbrechen häuft denn, die nicht Früchte tragen. Und ewiger Spott soll dich durch Raum und Zeit einst jagen. Heap upon thy soul by virtue of this curse. Ja, das müsste man sich erstmal gründlich anschauen und immer wieder durchgehen, um zu gucken, ob da irgendwas. That's why we called you in. You think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. You see, Finnis, I told you this lad was a bright boy. Sure, but what has it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he's fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Oh, guten Tag. Ich mache selbst für Sie auch selbstverständlich Männchen. So sieht's immer aus. Hecki müsste man so, man muss stehen. Und dann so. Sagen Sie es! Verdammt nochmal! Wir haben alles! Ist das klar? Wir haben alles von Ihnen. Sie haben keine Chance. Doch, Sie müssen aber reinschauen. Verstehen Sie es nicht? Okay, er wirkt aber sehr, ja, sehr traurig und so. Mal gucken. Ich bin gerade aber überlegen, ob ich hier jetzt Schluss mache, einen Cut mache oder danach. Ach komm. Improved your attitude? Angel? What do you want me to say? I was with Antonia the night she died, but she left the apartment, and that was the last time I saw her. Hä? Das stimmt aber nicht, ne? So, wir fangen erstmal ganz locker an, okay? Ganz locker. Oh Gott. Letzter Kontakt mit dem Opfer. Ich rede gerne mit mir selber im Spiegelbild, wissen Sie? Lalala. Tut mir leid. Letzter Kontakt mit Opfer. So, your wife paid you a visit last night. What time was that? Late, around midnight, maybe. She didn't stay long. Ja, man darf ja auch nicht. Ja, man muss immer aufpassen, ey. Das ist immer. Ich mache erstmal wieder beschuldigen, um zu gucken, was er sagt. You're lying, Angel. You went after her. I think you killed her. You're out of your mind. My brother will tell you I was at home. Okay.
Hä, warte mal. Aber hier steht ja Alibi des Ehemanns. Die Nachbarin, Mrs. Aranda, hat gesehen, wie Angel Antonia gefolgt ist. We have a witness who confirms that you were arguing, that your wife ran out, that you followed her and didn't come back. I know this looks bad, but it's not true. Uh-huh. We argued, all right, but she went out and I went out after her and she jumped in a car on the corner. There was a car waiting for her? Can you describe the driver? Not the driver. It was too dark. But the car, it was a brown Ford coupe. Uh-huh. Ah, ich war schon sehr unsicher, ob das jetzt okay ist. Ob das jetzt die richtige war, jetzt gerade, in dem Moment gerade, schon bei der ersten Frage. Aber wir haben es wieder mal gut geschafft. Aber bitte nicht zu weiter sowas erwarten, dass wir weiter so einen Lauf haben. Kann auch mal was falsch liegen, ne? Scheidungsprozess. Was ist damit? You and your wife weren't getting along. She was divorcing you. Is that why you killed her? We fought, yeah, but... Was? Willst du mich verarschen oder du willst es einfach nicht wahrhaben? Mein Freund. I don't believe you, Angel. She'd been granted a decree nigh sigh. She pushed you too far and you lashed out. I told you. I wouldn't accept a divorce. Ja, hätten sie nie zugestimmt, ja. Ach so, wobei kann natürlich sein, dass sie gar nicht bei ihm ich bin ein bisschen verwirrt, weil sie war ja so lange in der Bar. Ist sie denn so spät noch hin? Aber egal, hier, wir haben die Scheidungsunterlagen. The judge had set a date. You were gonna be paraded in front of the whole city for your cruelty to her, Angel. Antonia. Oh Jesus. She came in drunk, out of her mind. She doesn't normally drink. She was looking around in her bag. Said she wanted to serve me papers. Me, her own husband. So I slapped her down. She ran out. That's the truth. What size shoe do you wear, Angel? Size 8. What difference does that make? Da kriegen Sie keine Antwort von mir. Weil ich arrogant bin. Übrigens, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber... Hier sind 43. 73. Und weiblich. Jetzt wissen sie es. Schmuck von der Leiche genommen. Waren sie so sauer, dass sie dann der Leiche den Schmuck geklaut haben? Nach dem Motto, du gehörst eigentlich mir? When we found your wife, her jewelry had been removed. Was she wearing her religious medallion last night? Sure. She always wore that. Scheiße. Ob sie es getragen hat. Wovon reden wir jetzt? Vom Armband? I think you killed her, stripped the body of jewelry, and then went back to her apartment for the bracelet. You should get a better hat. The sun is getting to your head. Wobei ich halt andeuten muss, er guckt jetzt so ein bisschen, er guckt eher sauer. Anstatt irgendwie verzweifelt, dass er lügt. Die Halskette, die wurde getragen. Er hat ja gesagt, sie hatte den um. Sie hatte es umgehabt. Bibliothekausweis, Notiz, Schlüssel. Blutiger Strumpf, Blutspur. Ja, alles gut. Ja, wir haben aber jetzt keinen. Looks like I made a mistake.
Okay, er wirkt eher so sauer und verzweifelt. Ich überlege jetzt da, dass wir jetzt mal guten Kopf machen. Also so nach dem Motto, er sagt jetzt die Wahrheit. Ist jetzt umgehabt. Mist, was hatten die Vermieterin nochmal gesagt? Weil am Tatort haben wir es ja nicht gefunden, das Armband. Und er meinte ja, sie hatte es um. Scheiße, ich bin echt hin und her, ne? Entweder Wahrheit oder Lüge. Irgendwas sagt mir, ich soll Wahrheit glauben. Sie hat es um, meinte er. What about the charm bracelet? Was she wearing that? You know about that? She never wore it. Ah, jetzt übers Armband. She kept it locked up in that box of hers. Ah, okay. Wir hatten gerade über die Halskette geredet. Oder so. Okay, da meint ihr, sie hat es getragen. Gut, ja, das wissen wir. Oh, ein Glück. So, da haben wir nur noch eine Frage. Leute, Freunde, vor allem, wir haben jetzt nur mal als Nebeninfo gerade alles geschafft, ja. Boah, richtig gut. Und jetzt so langsam gehen wir doch davon aus, dass er es vielleicht doch gar nicht war. Er wirkt so verzweifelt und alles. Aber eine Sache steht hier noch ganz fest auf dem Plan hier, mein Freund. Man kann hier echt leider echt scheiße malen, nur. Das zittert komplett. Leider. Quit staring at me like that. Wir haben nur eine Frage, mein Freund, was mich sehr bedrückt. Ich würde ihnen glauben, ja? Ich würde ihnen wirklich glauben. Ich, ja, wirklich. Ich würde ihnen glauben, dass sie es nicht waren. Wirklich. Weil sie wirken verzweifelt und, ja, einfach voller Trauer. Und nicht irgendwie wie ein Mörder, wissen Sie? Aber eine Sache bedrückt mich komplett und überzeugt mich wieder vom Gegenteil. Ich habe eine fette Frage an Sie, eine ganz fette. Sie hatten ein blutbeflecktes Hemd bei sich im Apartment. Your wife has been brutally murdered. So how do you explain your shirt being covered in blood? You found that? I cut myself shaving. Dein Ernst? Allein wie du es schon gesagt hast, willst du mich verarschen? Angel, I'm not gonna waste any more time on this. Give me something or I'm gonna have you charged. My brother. I can't believe it. He said some bad things about Antonio last night. So I had to sock him one. We got into it. Keep talking. She said she came from the El Dorado bar. And? It's not one of my places. We used to buy fruit at the market down the street. But the creep there was always running his eyes all over my wife. What's the name of this fruit market? Just picked fruit. Ord Street downtown. One last question, Angel. Do the words kiss the blood mean anything to you? No. Sounds sick to me. You're not in the clear by any means, Angel. You're going back into a cell. You should think about whether you have anything else you need to share with us. I swear, this town's going straight to hell. Alles klar. Oh, schon wieder stehe ich so doof. Ey, nice, Leute. Wir haben es geschafft, Alter. Wir haben richtig gut ihn verhört. Sauber, Alter. Schön sauber. Oh, das sollten wir machen, wenn er nicht da ist. Ja, mach ich jeden Tag. Ist ganz normal. Ich bin halt so ein knallharter Hund, mein Freund. Ich krieg alles raus. Aber danke für die Information. Hau rein, Mann. Machst du die Tür zu, Partner? Du bist so ein fauler Hund, ne? Help me out. So. Fruit market was the last stop off Antonio made. Let's go. Scheiße. Ach komm, egal. So leid flüchten. Die Tür ist da offen. Er kann hier rausrennen. Guten Tag, Sir. Ja, danke. Danke. Mach Platz. Für den Meister des Verhörs. Guten Tag. Machen Sie auch Platz? Für den Meister des Verhörs? Oh. Ja, haben wir nicht noch ein Verhör? Oh.
Nee, jetzt heißt es nämlich jetzt ab zum Obstmarkt. Obstmarkt, Alter. Nice. So, dann guck ich mal. Ja, ist Zeit jetzt mal für eine Pause. Was? Echt? Ja? Dicker? Dein Ernst? Krass. Ja, denn, oh Mann. Also ich muss wirklich nochmal sagen, nochmal zu dem Spiel auch allgemein, ich bin auch immer so drin vertieft, dass ich manchmal einfach nur drin bin und gar nicht mehr groß zu dem Spiel doll was sage, jetzt gerade bei dem Game. Aber ich muss jetzt auch nochmal sagen, wo Zeit dafür ist. Also mir gefällt es mega. Ich finde es wirklich mega geil. Absolut. Für mich persönlich empfehlenswert. Grafik ist halt PlayStation VR. Ist halt jetzt nicht die 4K-Auflösung, wie man ja immer sagt. Na klar, sieht man mal vom Weiten auch mal, denn halt die Ränder sind halt nicht aalglatt oder irgendwas. Ja, aber wenn es einfach ums Erlebnis geht allein, da drin zu sein in diesem Game, das ist einfach für mich persönlich auch einfach geil und vor allem einfach mal in VR ein Detective-Spiel, ja. Wo man Leute verhört und alles. Also von mir mega top, Alter. Mega top Bewertung. Und ist halt genau was für mich. Ich habe mich so gefreut, als es rauskam auch. Und ja, da freue ich mich mit euch denn auch weiterzumachen. Nächste Stelle ist der Obstgarten. Der Obstmarkt. Und ja, der Mann persönlich, muss ich sagen, ist... What now? Nein. So, the fruit market was the last stop off Antonio made. Let's go. Dankeschön. Das war die Kurzfassung. Ja, und der Mann, ja, persönlich würde ich sagen, fast schon, da bin ich schon am Schwanken. Am Anfang dachte ich, der war's auf jeden Fall. Jetzt bin ich am Schwanken. Ich habe ja auch schon erzählt, in der ersten Folge, tschüss, in der ersten Folge oder einer der ersten Folgen habe ich erzählt, dass ich das Spiel damals schon gezockt habe. Ist aber schon so ewig her. Und da weiß ich wirklich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und gerade jetzt VR kommt mir auch so vor, man hat da so ein bisschen Lücken auch drin, also man spielt natürlich nicht von Anfang, leider von Anfang bis Ende offenbar, sondern da sind so ein bisschen Abschnitte und Lücken drin, und die, also jetzt nicht jede Mission, die man spielen konnte damals, aber trotzdem halt mega nice. Da ist ein Flugzeug oben. Hallo! Ach, unsere Kollegen! Was macht ihr denn hier? Das ist wieder voll der Unterschied, auf dem Fernseher zu gucken oder die Brille aufzuhaben. Ja, denn ja, wollte ich nochmal loswerden, nochmal als kleines Update, wie ich das Spiel auch nochmal finde. Und ja, saubere Arbeit, super schönes Feeling, mal drin zu sein. Klar, Grafik könnte man am liebsten natürlich nochmal hochschrauben, aber fürs Erlebnis ist es geil und mega super. Ja, und wie gesagt, ob der Mann das jetzt überhaupt war, am Anfang war ich fest überzeugt, ach, der ist der Tatverdächtige, aber jetzt so langsam glaube ich doch auch, dass er vielleicht doch nichts damit zu tun hat. Aber gut, das werden wir sehen. Spekulieren bringt ja nichts, sondern wir müssen es erfahren und ermitteln. Und das würde ich auch wieder sagen. Tun wir beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Und ja, dann haut rein, Freunde. Macht's gut. Noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann ihr es auch guckt. Und ja. Dann lasst auch gerne ein Abo da, wenn euch das alles gefällt. Und dann haut rein. Macht's gut. Und ciao.